Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Der fünfte Tag hier auf unserem Seenradweg beginnt ziemlich früh. Wir haben 7:05. Eigentlich hätten wir heute gar nicht so früh los müssen. Aber irgendwie haben wir sehr gut geschlafen und sind jetzt wirklich irgendwie ausgeschlafen. Die Melina ist schon drüben zum Duschen. Im Waschhaus ist gerade um die Ecke hier. Und ich packe jetzt mal die Schlafsäcke zusammen und alles. Und dann wird man mal gemütlich hier nach irgendeinem Kaufhaus oder nach einer Tankstelle oder was schauen, wo wir dann frühstücken können. Jetzt haben wir alles zusammengepackt, jetzt geht's auf die Frühstückssuche. Gucken wir mal in den Kaufhaus, wo wir gestern schon eingekauft haben, fürs Abendessen noch. Und dann schauen wir mal, ob wir da was kriegen. Hm? Ja. Ja, hier sind wir in Greens. Greens heißt es, glaube ich, oder geht's hier nach Greens? Auf alle Fälle, da ist dieser große Coop oder Coop, sagt Melina, heißt es hier. Bei uns heißt es, glaube ich, Coop, hier Coop. Und da wollen wir gucken, dass wir Frühstück bekommen. Da sind alle möglichen Läden drin. Coop oder Coop City. Da schauen wir mal rein. Wir waren ja gestern schon mal da und ich muss sagen, ich habe noch nie so große Zweiradgarage gesehen. So, und da werden wir unser Bike jetzt abstellen. Zweiradgarage. Klasse. Es ist 7:45, aber die ganzen Läden machen erst um 5:30 auf und deswegen warten wir jetzt eine Viertelstunde. Ich würde sagen, so kann man einen Tag doch beginnen. Ne? So ein Radfahrertag. Melina hat wieder ihr lachendes Gesicht. Schon allein wegen dem kommst du in die Schweiz. Ne? Ja. Dann würde ich sagen, guten Appetit. Nach dem Frühstück sind wir jetzt wieder hier zurück zum Campingplatz, denn hier geht unsere Route weiter. Also das heißt, extra fürs Frühstück haben wir schon mal so 3-4 Kilometer heute gemacht. Aber wie gesagt, wir haben auch heute wieder bloß so 60 auf dem Plan. Insofern alles gut machbar, schön gechillt können wir das wieder angehen, der heutige Tag. Und jetzt geht es erstmal in Richtung Luzern. Laut Wetterbericht soll es heute Abend anfangen zu regnen. Ja, und dann 3 Tage regnen, quasi bis zum Samstag. Und wir fahren ja bis Samstag. Ja, wir sind mal gespannt, wie es dann weitergeht. 3 Tage im Regen fahren, das wird dann wohl nicht so spaßig. Aber jetzt warten wir es mal ab. Ich habe nur den Wetterbericht hier von hier angeschaut und wir fahren ja weiter in Richtung Süden. Vielleicht ist da besser. Abwarten. Abwarten und so lange genießen, solange es geht. Es ist unglaublich, wie still das hier noch ist. Wenn man überlegt, dass wir jetzt kurz vor Luzern sind, trotzdem noch so eine Ruhe hier. Wahnsinn. Ja, und die Melina, die hat ihre Sonnenbrille vergessen. Deswegen habe ich ihr meine gegeben, weil sie kriegt so ein bisschen
rote Augen vom Wind her und ich habe da gar keine Probleme. Insofern, wir haben keine geschickte bisher gefunden und ja, ich kann auch gut ohne fahren bisher. Ich habe sie echt bloß wegen die Mücken. Inzwischen haben wir hier Luzern erreicht. Wir fahren jetzt hier durch die schöne große Stadt. Da links müsste der Bahnhof sein. Ja, und wir schauen mal, was wir hier alles Schönes sehen. Ne? Luzern halt. Riesig, ja? Ja. Riesige Stadt. Ja, so kann man der Eingang vom Bahnhof natürlich auch gestalten. Hat auch was, ja. Dann fahren wir weiter, Melina. Dann bleiben wir stehen. Wir haben die Räder mal abgestellt und laufen jetzt mal über die Brücke da. Na, gehen wir mal los. Schauen mal auf diese tolle Brücke hier. Oh, Melina, guck mal, da oben ist wie so ein Schloss. Ich will hier wohnen. Ich will hier wohnen, auf der Brücke. In dem Turm. In dem Turm willst du wohnen. Ich dachte schon, auf der Brücke hier willst du wohnen. Ja, alle machen Bilder hier, gell? Guck mal, hier, das seitlich runterdrücken. Und dann guckst du da durch. Ja. Ja, wir machen jetzt einen kleinen Rundweg auf der Brücke hier. Laufen wir in die Richtung, dann geht es nach links über so eine Terrasse erstmal und dann über eine andere Brücke wieder zurück. So ist der Plan. So, jetzt ein Stückle in die Richtung hier und da vorne ist so eine Brücke, wo man dann wieder rüber können zu die Fahrräder. Ja, jetzt noch ein letzter Blick hier. Und ja, auf der Brücke, die man da jetzt sieht, da gehen wir zurück Richtung Fahrrad und dann werden wir uns wieder aus Luzern entfernen. Weiter auf unserer Route. Ja, verlassen wir das schöne Luzern hier und freuen uns auf neue Abenteuer heute. Ich bin gespannt, was wir noch alles sehen heute. Wir haben jetzt hier eine richtig schöne Hütte entdeckt, mitten im Wald. Könnten wir richtig schön Pause machen, Vesper machen. Aber, wir haben nichts. Wir müssen erst einkaufen. Ist ja noch keine Zeit, wir haben jetzt 11 Uhr, 10 vor 11, sowas. Melina hat ihre tatsächliche Identität gefunden. Sie will jetzt fliegen, weiterhin fliegen und nichts mehr mit E-Bike fahren, sondern fliegen. Im Film, da tun die doch immer so, aber das springt doch gar nicht wirklich. Wieso? Du machst schon mittendrin einen Gang frei. Wenn du jetzt zu mir läufst und so machst, dann hast du einen Gang freigefegt. Genau. Wir fahren jetzt schon die ganze Weile neben der Reuss durch den Wald und das ist ein schöner idyllischer Weg. Inzwischen ist nicht mehr ganz so idyllisch hier.
neben uns verläuft die Autobahn und die hört man natürlich massiv. Ja. Ist halt so. So, wir waren hier an der Autobahn noch schnell einkaufen. Ein paar Tomaten und Mini-Mozzarella. Melina hat gesagt, der Salat war so lecker mit den kleinen Tomaten und mit Mini-Mozzarella. Dann haben wir gesagt, kaufen wir heute nochmal das Gleiche. Dann haben wir so einen Kranz hier, so einen Krustenkranz und das werden wir dazu essen. Ja, wenn ein schönes Plätzle kommt. Jetzt ist 10 vor 12, schönes Plätzle, machen wir Mittag. Passt. Ja, es war ganz gut, dass wir da unten im Tal noch gegessen haben. Denn jetzt geht's mal wieder der Berg nach oben. Ich weiß nicht, ob man es sieht hier. Von da unten sind wir gekommen. Da haben wir uns einen Tomatensalat gegessen. Und jetzt zieht es wieder ein bisschen an. Ja, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Hier oben ist auch ein bisschen frischer Wind. Das tut gerade richtig gut. Beim Essen da unten, da haben wir echt, sind wir in Schwitzen gekommen, wir sind in der Sonne gesessen. Aber jetzt Sonne ein bisschen weg und ja, passt. Wir haben noch 32 Kilometer heute und dann sind wir am nächsten Campingplatz, den wir gebucht haben. Melina wird vom Dackel angegriffen. So, Melina, nehmen wir hier mal Gurken mit, oder? Guck mal, da kommt ja der kleine Dackel. So, Melina, guck mal hier. Da hat es Gurken. Dann nehmen wir, sollen wir eine oder zwei fürs Abendessen mitnehmen? Zwei. Zwei? Willst du einen großen Gurkensalat? Ja? Okay. Nein, eine. Eine, gell? Ich denke auch eine. Suchst die größte raus oder die schönste. Kostet 1 Franken und die nehmen wir mit und dann holen wir nachher noch Hackfleisch. Und dann gibt es unser Abendessen heute irgendwann. Irgendwie habe ich so das Gefühl, die ganze Tour dreht sich nur ums Essen hier. Zeig mal, welche suchst du dir raus. Die sieht richtig gut aus. Die gefällt mir. Okay, machst Kühlschrank wieder zu und dann zahlen wir den Franken und gut ist. Ja, Freunde, ich komme hier aus dem Schwarzwald. Ich habe schon dicke Bäume gesehen. Aber das Teil hier, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja abnormal. Wo ist auch der gestanden? Wir kommen jetzt nach Rotkreuz und das gehört zur Gemeinde Risch. Wunder geschehen. Wir haben einen Hofladen gefunden, wo es was gibt. Zwetschgen. Und das suchst du schon ewig hier, gell? Wie viel ist da drin in so einem Ding? Kilo oder? Ist das ein Kilo? Kann ich ganz schlecht abschätzen. Du. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ein Kilo. Also 5 Franken für die Zwetschgen. Habe ich. Hast du? Na zahl mal, da ist die Kasse. Auch mein Geld. Na ja, mach das. Auf Wiedersehen. Na, nimm mal deine Zwetschge mit. Weiter geht's.
Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben den nächsten See auf unserer Seenroute erreicht. Da vorne liegt er. Namentlich noch keine Ahnung, aber wir werden es rausfinden. Vor uns jetzt der Bahnhof hier von Cham. Und ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal bis an der See runterkommen. Bisher sind wir immer so 100 Meter entfernt von dem See hier. Ja, jetzt haben wir den See auch erreicht hier. Der Hünenberger See ist also ja auch sehr schön. Und auch mal wieder Flugverbot. Ich glaube, die Hexe haben wir diesmal für umsonst mitgenommen. Und die Melina wollte mir eine Zwetschge geben. Oh, doch so ein kleines Teil hier. Ja. Vielen Dank. Hast gut rausgesucht. Schmeckt lecker. Melina trainiert noch kurz. Die ist wohl zu wenig Fahrrad gefahren. Wir werfen noch einen letzten Blick hier auf das See und dann geht für uns die Reise weiter zum Egerisee. Das ist der nächste dann. Können wir es trinken, ja? Doch. Wir folgen jetzt schon eine ganze Weile diesem Fluss hier und auch so ein Schild zu den Höllgrotten. Hat Melina gemeint, wenn das offen ist, willst du mal reinschauen. Ja, zu Fuß sind es noch 10 Minuten hier bis zu den Höllgrotten. Dann gucken wir mal, ob wir mit dem Fahrrad auch vorbeikommen. Wir haben jetzt 18 Franken für Höllengrotten-Ding da bezahlt. Höllengrotten-Ding da, genau. Da müssen wir jetzt hochlaufen und dann kommt man irgendwo da oben in die Grotte rein. Und da unten müssten wir wieder rauskommen. Und dann gucken wir, ob es sich lohnt. Genau, hinterher sagen wir dann, ob es sich gelohnt hat. Auf alle Fälle sehen wir das hier gerade vor uns. Melli darf rein. Mal gucken, ob ich auch rein darf. Ja, hier tropft es ein bisschen. Melina hat gerade gesagt, ich habe doch vorher was von Regenjacke gesagt. Oh, und große Pfützen hat es auch, da müssen wir aufpassen. Okay. Aber schön hier, hm? Ja. Ja, da stehen sie ganz andächtig und hoffen alle, dass sie nicht so ein Ding da auf die Mütze kriegen. Ja. Sind ja schon riesig, die Teile da. Schau mal hier, wenn das abbricht, dann brauchen wir heute kein Fahrrad mehr. Sehr schön. Und weiter geht's. Das hier ist die Märchengrotte und meine Lieblingsgrotte bisher. Ein bisschen abseits vom Rundgang, gell? Ja. Die Märchengrotte. Muss halt auf hier. Das sieht glatt aus. Da könnte man abrutschen. Guck mal hier. Wasser.
Nee. Hast du Angst vor dem Wasser? Ja. Brauchst du eine Regenjacke? Ja. Ja, das hat schon ein bisschen was Mystisches hier, muss man sagen. Melina ist ganz gebannt. So, hier geht's weiter. Hm? Ja, wir haben also festgestellt, der Eintritt hat sich gelohnt. Wir sind wirklich, wirklich zufrieden. Es ist richtig schön hier und wird auch richtig viel erklärt über die Grotten, wie die entstanden sind und wer sie entdeckt hat und alles Mögliche. Also doch interessant, hat sich gelohnt. Mal was anderes wie der ganze Tag auf dem Radl zu sitzen. Und nur zu essen. Und nur zu essen, Melina sagt's. Ich hab's ja nur gedacht. Wie es aussieht, haben wir das Ende erreicht. Dann dürfen wir wieder aufs Radl sitzen. Genau, wir haben wieder Tageslicht. Schön. Gefährlich, gefährlich mit der Melina hier. So, da geht's wieder runter. Schön. Da drin war es so schön kühl und jetzt ist es wieder voll heiß. Das ist das Krokodil und der Legende nach soll es Glück bringen, das zu berühren. Also berühre ich es jetzt. Wir sind jetzt übrigens in der unteren Grotte. Wir sind noch gar nicht durch. Da war noch mal ein Eingang. Und das hier ist die Schildkröte in der unteren Grotte. Und wir gehen weiter durch die untere Grotte jetzt. Wir sind aus der Schlucht raus, aus der Höhle raus. Jetzt die letzten 8 Kilometer bis zum Campingplatz. Hier durch so einen wunderschönen Wald. Da sind so kleine Wasserfälle, also solche Staustufen. Ja, auch wieder richtig schön zu fahren. Und wie gesagt, wir sehen uns jetzt gleich am Campingplatz. Jetzt waren wir gerade in der Stadt hier noch einkaufen und haben jetzt noch einen halben Kilometer bis zum Campingplatz. Der liegt da wohl ein bisschen außerhalb. Ja, wir haben alles dabei jetzt, was wir brauchen. Heute Abend gibt es schöne Hackfleischsoße mit Nudeln. Der Gurkensalat dazu, haben wir ja vorher die Gurke gekauft. Läuft wieder alles rund. Heute auf alle Fälle noch. Morgen soll es ja dann regnen. Da sind wir mal gespannt. Jetzt erstmal Campingplatz. Und da ist der nächste See. Der Campingplatz, bei dem wir gerade sind, ist in Unteregeri und hat 42 Franken gekostet. Und jetzt stellen wir das Zelt auf und dann gibt es ein schönes Bierchen. Ein Willkommen-Bierchen hier. Ja, für alle, die eventuell den Weg auch fahren wollen oder die in der Schweiz hier ihre E-Bikes laden wollen, man braucht oft auf dem Campingplatz nicht der blaue Stecker, sondern hier so einen Adapter. Guck mal, Melina, zeig mal die Steckdosen da. Das hier sind nämlich Schweizer Steckdosen und ich habe da so einen Adapter immer dabei und dann können wir da einstecken. Und normal ist ja am Campingplatz eigentlich der blaue Stecker, aber hier in der Schweiz sind oft solche Dosen. Okay, können wir wieder zumachen. Haben wir jetzt eigentlich richtig gemacht mit an der Seite oben und hier ist unten, oder? Ja. Ja, jetzt sitzen wir hier wieder vor unserem Zelt, wie immer. Melina studiert hier der Campingplatz und ich habe wieder mein obligatorisches billiges Tellbier 70 Repli oder sowas. In der Schweiz kann ich wirklich empfehlen, kann man trinken das Zeug, zum Wohl. Melina haut sich wieder Hello Kitty rein. Ja, zum heutigen Tag muss ich sagen, wir waren jetzt wirklich verwöhnt von den letzten Tagen. Da ist ja wirklich so landschaftlich ein Highlight nach dem anderen gekommen. Heute war es so ein bisschen lala. Insofern, wie gesagt, man ist da natürlich schon mit so großen Augen durch die Gegend gefahren. Und das war heute halt nicht so der Fall.
Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt wird es wieder ein bisschen hügeliger. Dementsprechend wahrscheinlich auch interessanter. Morgen haben wir aber auch einen längeren Weg. Da sind wir schon wieder über 80, 85 Kilometer oder so. Und doch auch einige Höhenmeter. Ja. Aber jetzt genießen wir erstmal den Abend heute. Machen uns nachher was Schönes zum Essen. Gehen jetzt erstmal schön duschen und lassen den Tag hier schön ausklingen. Zum Wohl, Melina. Was der Papa vergessen hat, ist, dass Luzern heute ein sehr großes Highlight war. Da hast du recht, ja. Das war wirklich schön. Okay, ich nehme alles zurück. Es war ein wunderbarer Radeltag. Ich habe jetzt endlich eine Special. So, das ist jetzt Special Hello Kitty. Und ich habe Arbeit, aber ich habe auch ein Bier dazu gekriegt zur Arbeit. Aber jetzt werde ich erstmal die Zwiebel hier schälen müssen. Und dann mache ich eine schöne Hackfleischsoße. Wir haben im Korop, oder wie es heißt, Kop, haben Hackfleisch gekauft. Ja, und aus dem Hackfleisch machen wir eine schöne Hackfleischsoße mit Zwiebel und mit schönen Gewürzen und so. Und ja, dazu gibt es noch die restlichen Farfalle, die wir gekauft haben. Oder Gravettli heißt ja in der Schweiz hier. Okay, dann legen wir mal los. Und ich mache einen leckeren Gurkensalat dazu. Ich freue mich drauf. So, gewürzt haben wir schon. Jetzt kommt hier die Tomate rein. Dann lassen wir das noch eine Weile köcheln. Und dann machen wir die Nudeln. Ne? Soll ich sie in der Mitte schon mal durchschneiden? Kann ich selber. Mach selber, okay. Kann ich das? Wahrscheinlich das nicht. Sieht perfekt aus, was du mit der Gurke da machst. Ich freue mich auf diesen Gurkensalat. Die hat ja Körner. Ja klar. Das hat doch jede Gurke. Aber nicht so dass große. Man, ja, das ist halt eine Feldgurke. Oh nein. Oh doch. Wir haben jetzt ein ganz kleines Problem. Wir haben hier in einem Behälter unseren Tomatensalat. Das sind Gurken. Gurkensalat, ja. Das ist so ein Korinthenkacker da hinter der Kamera. Okay, hier haben wir die Nudeln, die muss ich noch abgießen, genau. Und jetzt wollen wir versuchen, die Nudeln quasi hier rein zu tun und dann alles umzurühren und dann zu verteilen auf die zwei Töpfe. Aber da werden wir ein Problem kriegen, weil ich vermute, die Nudeln passen nicht da rein, aber ist egal. Wir machen jetzt, so lange machen wir Kamera aus und wir sehen uns beim Essen wieder, okay? Sieht gut aus, oder? Ich gieße jetzt Wasser noch ab. Ja, so wie es aussieht, haben wir es geschafft. He? Melina ist schon tapfer am Essen. Ich habe hier noch meinen Schöpfer, den mir irgendjemand geschickt hat. Ich habe ein bisschen mehr Soße drin. Melina mag Soße eh nicht so viel, also nicht so üppig Soße. Und insofern denke ich mal, legen wir jetzt los. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich würde sagen, wir genießen das jetzt hier nochmal, denn wie gesagt, morgen wahrscheinlich Regen und dann wird es lang nicht mehr so einfach zum Kochen. Alles wird nicht mehr so einfach. Dann wird es, wenn es wirklich regnet, so wie es angesagt ist, dann wird es im Zelt richtig schwer. Aber mit der Melina bin ich mir sicher, wir kriegen das hin. Und will ich mal sagen, Prost und guten Appetit, Melina. Und danke. Ja, Melina ist schon fast satt. Wie schmeckt es denn eigentlich? Hm? Wie es schmeckt? Jetzt sag mal ehrlich. Sag's da in die Kamera. Also, ganz, ganz schlecht. Okay. Also. Aber der Salat ist natürlich perfekt. Den hat nämlich Melina gemacht. Genau. Also, außer die Nudeln, weil da habe ich das Nudelwasser gemacht. Also, reingemacht. Ich liebe unser Essen. Ich auch.
Ja, dann noch mal ganz kurz hier aus dem Zelt. Meine Melina, die ist schon wieder abgeschwächelt hier. Ja, inzwischen ist ja 21 Uhr. Es tröpfelt jetzt langsam. Und ja, dann hätte ich mal sagen, vielen Dank fürs Reinschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, das nächste Mal werden wir sehr viel in der Regenjacke zu sehen sein, wenn das Wetter wirklich so kommt, wie es angesagt ist. Ich habe einen Glückstein, der hilft. Melina hat ja ihren Glückstein bekommen. Wir hoffen mal, dass der hilft. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, vermuten wir mal, dass ihr uns, ich glaube, ich höre jetzt auf, dass ihr uns in nächster Zeit dann mit Regenklamotten seht. Aber so arg viel Regenklamotten haben wir nicht dabei, nur eine Regenjacke und kurze Hosen und Schuhe, wo das Wasser wieder rausläuft. Okay, vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Was wir jetzt machen, wisst ihr ja. Weißt du es auch? Aber noch nicht da schauen. Und Paprika-Chips dazu essen. Und tschüss. Und tschüss. Ah, ja.